einzigartigen Verband aus Forschung, Wissenschaft, Industrie, Sicherheit und Bildung. Wir gestalten eine lebenswerte Zukunft. Wir sind heute auf dem VDE Tech Summit in Berlin. Der VDE Rhein-Ruhr ist in voller Besetzung am Stand vorbeigekommen. Freut mich, Sie hier zu haben. Was haben Sie hier in Berlin bislang erlebt? Ich glaube, zwei Sachen sind für uns gerade als Bezirksverein total wichtig. Einmal das Thema Miteinander im Team arbeiten. Wir haben ganz, ganz viel gesehen hier, wo hier interagiert wird, wo Menschen miteinander zusammenkommen, auch über Generationen hinweg. Das zweite Thema, was uns hier total fesselt, wo wir sehr genau auch hinschauen, ist das Thema, wie geht es mit Klimawende, wie geht es mit Energiewende weiter. Das Thema Wasserstoff ist hier in aller Munde auch ein Thema, was uns selber auch in der Region auch antreibt, wo wir ganz, ganz viele Berührungspunkte haben. Und das sind so die Themen, die wir im Augenblick so als Schlaglichter sehen, des gestrigen auch des heutigen Tages. Der VDE in Rhein-Ruhr setzt sich ja aus einer ganzen Reihe von ambitionierten Menschen und Firmen zusammen. Und im Ruhrgebiet hat uns das Thema Strukturwandel ja in den letzten Jahren doch deutlich beschäftigt. Was haben Sie da in dem Bereich so an Assoziationen oder an Aktivitäten? Ja, ich meine, zunächst mal zu sagen, ist ja hier unser Wohnzimmer. Ja, wir kommen ja auch immer aus der Frage raus, VDE, was habe ich davon? Was macht das für einen Sinn? Und ich glaube, jetzt die Gelegenheit festzustellen, es gibt sehr wohl gute Gründe zu sagen, ich bin dabei im VDE, zumal wir ja jetzt ja auch seit Beginn des letzten Jahres den neuen Vorstand abbilden. Die alte Garde ist abgelöst, jetzt sind wir dran. Und klar, wir sind mit zahlreichen Herausforderungen im Ruhrgebiet konfrontiert. Wenn ich daran denke, wie komme ich jeden Morgen zur Arbeit, Verkehrsdichte, der Verkehrsinfarkt, mit wie vielen Fahrzeugen bin ich unterwegs, ja, also CO2 ist halt auch ein Thema. Am Ende interessiert uns das. Wir sind ja in der Regel, oder viele von uns sind ja in dem großen Umfeld Energiesektor auch beruflich engagiert. Und so haben wir im Prinzip eine hohe Affinität, dieses Thema für uns aufzugreifen, proaktiv voranzubringen. Und dazu ist, glaube ich, gut, sich zu vernetzen, jenseits von Lehrbuch und von Charts und Folien, zu sehen, ach, dieses Thema wird so und so gesehen, diskutiert. Es ist ja auch mal wichtig zu sehen, These, Synthese, Antithese. Nicht alles hat nur eine Meinung, sondern mehrere Meinungen. Und für die Anwendungsfälle muss ich schauen, was ist für mich richtig, was ist für den Nachbarn richtig. Große Flächennetze, Verteilnetze in unserer Region, alles sehr kompakt. Ja. Und da nehmen wir, ich persönlich, aber auch wir, glaube ich, alle sehr viele Ideen mit. Und natürlich das Thema, wir sind ja häufig, wenn wir zusammensitzen, in der Frage, Mensch, wir sind ja mit die Jüngsten, beste Ager-Generation. Und hier sehen wir, ist eben gar nicht der Fall. Es gibt natürlich auch noch viele junge Leute. Da kommen wir sicherlich gleich auch auf unseren Kollegen Sebastian Pieper, der sich da auch mal zeigen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch der Mensch, also du bist nicht alleine. Der Verband hat seinen Sinn und wir sind sowohl mit Älteren als auch mit Jüngeren am Start, um das Thema, das umfassende Thema, ich glaube CO2-Reduzierung, Neutralität, das ist ein absolut wichtiges Thema. Ich schwenke dann jetzt direkt mal rüber zu dem jungen Kollegen. Sebastian, was ist so deine Motivation, da im VDE Rhein-Ruhr mitzumachen? Was sind deine Visionen und wo müssen wir dir helfen? Also, ich sag mal, mein Hauptbeweggrund, im VDE aktiv zu werden, war wirklich die Neugierde, also an Technik. Und ich bin über die Hochschulgruppe, so gesagt, in den Verband gekommen und habe dann an vielen Exkursionen teilgenommen und auch gemerkt, okay, wie funktioniert eigentlich ein Kraftwerk? Ich meine, Vorlesungen sind schön, aber man will ja auch irgendwie die Technik erfahren. Und wie man mir helfen kann, ist, dass vielleicht ein bisschen Werbung machen, dass mehr junge Leute in den Verein gespült werden, dass frischer Wind reinkommt, dass wir am Zahn der Zeit bleiben und die Technikakzeptanz in der Gesellschaft halt weiter voranbringen. Ja. Wir hatten gestern hier ein intensives Gespräch mit der Informationstechnischen Gesellschaft. Da ging es um das Thema technologische Souveränität. Ich denke mal, das ist beim VDE Rhein-Ruhr auch ein Thema. Haben Sie da schon eine Meinung zu oder wie gehen Sie quasi mit den technologischen Themen um, die Sie behandeln? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir im letzten Jahr auch sehr intensiv bei uns beim Bezirksverein diskutiert haben. Gerade die Frage, wir haben ja verschiedene Fachgesellschaften, die manchmal so ein bisschen noch im Silo unterwegs sind. Und gerade diese Vernetzung, die wir jetzt ja sehen, die muss ein Stück weit auch über die Menschen, über die Unternehmen auch stärker vorangetrieben werden. Und da sehen wir uns als Bindeglied, gerade als Bezirksverein vor Ort letztendlich halt in Richtung unserer kooperativen Mitglieder, der Hochschulen letztendlich halt und auch der Menschen, die dort interagieren, das stärker voranzutreiben. Weil eins wird klar sein, Energiewende schaffen wir nie ohne Informationstechnologie, ohne Digitalisierung. Und dieses zusammenzubekommen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns alle vorantreibt.
Jetzt schaue ich mal ein bisschen so in die Runde, weil ich habe jetzt eben noch mitgekriegt, als ich mit der Energietechnischen Gesellschaft gesprochen habe, dass ja demnächst in Dortmund da eine Veranstaltung zur Automatisierung der Netze stattfindet. Haben Sie die auf dem Plan? Die haben wir auf dem Plan, natürlich. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, auch in Richtung der Fachgesellschaft, in Richtung auch der Profis, die in Frankfurt unterwegs sind und dann der ehrenamtlichen Mitglieder in dem Bezirksverein, dass dort die Interaktion und auch das Miteinander vor Ort ganz klar gespielt wird. Weil wir sind letztendlich das Bindeglied in der Richtung halt die Menschen zu mobilisieren, dass sie in die Veranstaltung reinkommen, dass man miteinander interagiert. Und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz großen Hub und einen ganz, ganz großen Hebel, letztendlich auch Dinge zu bewegen. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort und da möchte ich mich auch nochmal herzlich bei Ihnen bedanken. Einfach auch nochmal so aus der Verbandssicht, weil alles, was Sie tun, ist eine ehrenamtliche Arbeit. Und wenn ich mir das so anschaue, so 100 Jahre Prüfzeichen, der VDE ist eine Nummer. Wir sind bekannt da draußen und das, was wir tun als gemeinnütziger Verband, ist extrem wichtig. Und das würde ich auch gerne nochmal, wenn Sie so in drei Schlagworten sagen würden, was ist das, was uns sozusagen auszeichnet? Was würden Sie den Menschen da draußen sagen, wofür braucht man den VDE? Ich würde das mal sagen, Haptik. Ja? Ja. Jenseits von Folien und reiner Lehre und Theorie, Haptik. Wir sind ja in der Lage, über unsere kooperativen Partner die Technik, die neuen Ansätze, die Ideen, die Technologie greifbar zu machen, sichtbar zu vermitteln. Seht euch das an, ja, in der Verbindung mit der Thematik, mit der Möglichkeit, junge Leute dafür zu begeistern, die Dinge zu sehen, anzufassen, ja, und erlebbar zu machen. Das zweite Stichwort wäre für mich vernetzen. Ja. Also das, was wir hier auch im Text damit auch sehen, was dann einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre irgendwie mal passiert, das eigentlich ist mal die normale Praxis zu überführen und zu sagen, vernetzen ist etwas, was wir gerade mal, vor Ort letztendlich tagtäglich machen und dort letztendlich die Plattform bieten in der Richtung halt Themen, Menschen wirklich hautnah und auch sehr operativ miteinander halt zusammenzubringen und zu gucken, dass da auch Dinge raus entstehen, die uns gemeinsam nach vorne tragen. Also Haptik, vernetzt und jetzt sind wir bei dir. Da wäre ich ganz stark für Innovation, dass man so gesagt am Zahn der Zeit bleibt, dass man auch die Technik wirklich erlebbar macht und dass man, mit einem guten Gefühl in die Zukunft geht. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was wir hier auch in Richtung Tech Summit signalisieren. Der VDE Rhein-Ruhr ist einer, ich glaube, fast der größte Bezirksverein, den wir bei uns im Verband haben. Diese Arbeit an der Basis ist genau das, was uns ausmacht. Und das ist das, was uns auch die nächsten 100 Jahre eindeutig den Weg nach vorne zeigt. Danke fürs Gespräch und für eine lebenswerte Zukunft. Elektrisch, digital, für alle mit Idealen.